Irgendwann hat sich das aber geändert, oder? Ja, aber erst letztes Jahr, also es ist jetzt fast 6 Jahre her gewesen, wo der letzte Übergriff eben stattgefunden hat. Und das hat sich eigentlich nur geändert dank der sozialen Medien, weil ich gesehen habe, dass halt in Deutschland das so thematisiert worden ist. Also da waren die schon eine sehr große Hilfe. Und wir haben halt am Pferdesportverband und die haben aufgrund der 5 Vorfälle eine Genderberaterin eingestellt. Und bei der habe ich mich gemeldet und dann ist das einfach alles ins Rollen gekommen. Also ich wollte es früher schon einmal anzeigen, aber war ja alleinig immer. Und alleinig, wenn man denkt, es klappt dann sowieso kann, ist das nicht so unbedingt eine Option, das zu machen. Das heißt, es hat dir geholfen, auch, dass andere darüber erzählt haben und zu merken, ich bin nicht die Einzige, sondern es Ja. passiert vielen. Und auch, weil die eben gesagt haben, es wird dann geglaubt und sie schauen jetzt vor allem drauf, auch jetzt auf Reitschule bezogen, so wie in meinem Fall, sie schauen jetzt drauf und es war jetzt sehr, sehr oft und sie möchten da was bewirken. Das habe ich mir halt gedacht, da konnte ich mich eigentlich anmelden, warum nicht, die kann es ja probieren, wenn sie an Glauben und an Vertrauen, ist das schon einmal gut. Und wie waren dann deine Schritte, wie du dir das überlegt hast? Wie bist du dann vorgegangen? Also ich habe wohl 3 Monate lang überlegt, ob ich das machen soll. Und mir ist es dann immer wieder in die Medien aufgefallen. Und dann habe ich mir irgendwann einfach angerufen dort und habe mir einfach gedacht, so jetzt erzähle ich das so ganz knapp und frage mal, ob das was bringt, wenn ich da was mache. Und dann hat sie gemeint, er soll das einmal detailliert in einer E-Mail verfassen. Und dann habe ich einfach von den anderen, denen ich gewusst habe, denen das auch betrifft, im gleichen Fall die Namen genannt. Und habe sie dann erst danach gesagt, einfach in dem Sinn, dass sie das da quasi mitmachen müssen in einem gewissen Sinn, weil sie von selber das eh nicht gemacht hätten, weil sie so Angst haben alle. Also Also das heißt, du hast die, das war in Deutschland, die Genderbeauftragte von dem Sportverband, oder ist ist das jetzt in in Österreich? Österreich, das ist der ÖBS, also der Österreichische Pferdesportverband. Okay, super. Die haben das auch, die Initiative jetzt eben, dass man sich dort melden kann. Genau. Da habe ich mich halt gemeldet. Super. Das heißt, es war aber auch wichtig, dass es sozusagen in dem beruflichen oder in diesem Feld, wo du dich dort bewegt hast, da Ansprechperson gegeben hat, oder? Die klar dafür da ist, zu unterstützen in solchen Fällen. Ja, für mich war das auf jeden Fall wichtig, weil es halt, sie verstehen das, glaube ich, am besten, wenn es genau aus dem Bereich kommt, wie das einen beeinflusst, vor allem wenn man dort ein Pflegepferd hat, wie das einen psychisch beeinflusst und so. Also die Faktoren rundherum verstehen die, glaube ich, sehr gut. Und die haben das dann zur Anzeige gebracht. Also Das heißt, du hast nicht selber anzeigen müssen, sondern das ist über. die haben uns unterstützt, ja. Die haben das dann eben unter Kripo weitergegeben. Und das ist dann dorthin gegangen, Gott sei Dank. Da war mir eigentlich ein Weg erleichtert. Also ich war dann zwar noch bei der Kripo Aussage machen, so wie das üblich ist. War eine sehr lange Aussage, weil die waren wirklich sehr freundlich. Es waren nur Damen da, es war sehr diskret behandelt und die waren wirklich einfühlsam und wirklich, wirklich nett. Also da hat man sich schon gut aufgehoben gefühlt. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch mit den sogenannten Kontaktbeamtinnen gesprochen haben, was ja eine Möglichkeit ist. Es gibt ja in der Polizei eigen ausgebildete Leute, die Genau, speziell ja. für diese Anzeigen auch vorbereitet sind. Die waren wirklich nett und total einfühlsam und die haben auch geholfen, wenn man nicht die richtigen Worte gefunden hat, das jetzt so in Worte zu fassen, dass es für andere auch verständlich ist. Es war wirklich, also echt gut, wie die das gemacht haben. Es war für dich eine sehr positive Erfahrung auch, oder? Ja, aber ich habe davor wirklich Angst gehabt, also unglaubliche Angst. Und die war dann 3 Stunden dort, glaube ich, weil wir das wirklich aufgearbeitet haben, nochmal eine Pause gemacht. Also ich war wirklich lang dort. Warst du dort alleine oder war Nein, aber Vertrauensperson? Freunde mitgehabt. Die durfte als Vertrauensperson mal dabei sein. Trotz Corona, also hat man eine mitnehmen dürfen. Haben sie gesagt, man darf immer eine mitnehmen, also bei der man sich wohlfühlt. Genau, zur Unterstützung. Schön. Und wie ist es dann weitergegangen? Also von der Kripo war dann leider eine sehr lange Zeit. Das bei uns auf Rechtswegen braucht es ein bisschen länger, das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Also Kripo war im April, im September waren wir dann bei Gericht bei einer, wie hat es mal geheißen, Dispersen, glaube ich, also bei einer Extra-Verhandlung ohne ihn in einem Nebenraum. Kontradiktorisch, Kontradiktorische genau, ja. Einvernahme. Wir haben natürlich eine Anwältin genommen, die war auch sehr nett. Es war eine Frau, die war sehr kompetent und hat das gut unterstützt. Und dann waren wir bei der Kontradiktorischen das erste Mal, da haben wir zwar einen Richter gehabt, der mit uns drin gesessen ist, aber der war auch sehr junger und der war wirklich, also die waren wirklich sehr einfühlsam. Und es war sehr nett gestaltet, das Ganze. Ja. Und ja, und das war halt bei der Kripo und dann haben wir die Einvernahme gehabt.
Und eben, die war wirklich eigentlich recht nett gestaltet, auch noch alles. Und da sind dann eben die anderen Parteien im anderen Raum gewesen und wir haben halt über Kamera das gemacht. Und dann haben wir warten müssen, dann sind halt die Fragen gekommen, Ja. weil es auch wirklich nicht viel war. Also die Staatsanwaltschaft war da auch wirklich nett. Also man hat sich sehr aufgehoben gefühlt, jetzt in dem, wie sie mit uns umgegangen sind. Also dass man wirklich ernst genommen worden ist in dem, was man da sagt. Und das war halt im September und jetzt eben letzte Woche, also es ist jetzt im April gewesen, also ein Jahr direkt nach der Kripo, quasi ein ganzes Jahr, haben wir jetzt erst die Verhandlung gehabt. Also es braucht halt echt lang, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und das war dort auch wirklich, ne? Also wir haben so eine Schöpfenverhandlung, heißt das, gehabt. Das heißt, es waren halt Zivile drinnen, die das auch beurteilt haben, vier. Und die Staatsanwaltschaften, die haben uns wirklich echt gut vertreten, die Staatsanwältin auch. Die haben das gut aufgearbeitet, die waren sehr schonend mit der Befragung, also sie haben uns erzählen lassen und haben wirklich wenig gefragt, um das schonungsvoll zu machen. Haben wir, also die Befragung von mir und noch einer, wo halt quasi die ärgeren Übergriffe waren, die waren Ausschuss der Öffentlichkeit. Also die haben wirklich geschaut, dass das nur im Rahmen ist, die dabei sein müssen. Und haben wenig gefragt, um uns zu schonen eigentlich. Wie war es mit der Befragung durch die Verteidigung? Also der hat eigentlich nur eine Frage an mich gestellt. Also war auch bei der Kontradiktorischen so, da hat er gar keine Frage gestellt. Okay. Also das habe ich nicht, ich habe gedacht, er wird uns zerlegen, wie man halt immer in die Filme sieht. Aber es war wirklich nicht so schlimm, wie ich Angst gehabt habe. Also es ist zwar wirklich unangenehm, da drin alleine zu sitzen, muss man schon sagen. Und der Täter eben hinteran, aber an sich waren sie wirklich nett, also sehr kulant, was das angeht. Sie haben es wirklich ernst genommen, Gott sei Dank. Du hast die Wahl gehabt, entweder kontradiktorisch, also wo du niemanden, wo du allein in einem Raum bist, oder auszusagen. Ja, wir haben beides auch machen können. Also ich habe mich für beides entschieden. Einfach kontradiktorisch war eine tolle Erfahrung, weil man da halt den Täter überhaupt nicht sehen muss und man halt nur mit dem Richter allein im Raum sitzt, nur über Kamera. Aber ich habe halt dort gleich gesagt, wenn noch eine Fragen offen sind, die für die Verurteilung helfen könnten, gehe natürlich gern zum Gericht. Also was eigentlich der Staatsanwaltschaft überlassen, ob ich vorgeladen wäre oder nicht. Und nachdem ich vorgeladen wäre, bin ich dort auch noch viermal gefragt worden vom Richter, ob ich wirklich aussagen will, ob ich mir ganz sicher bin. Also ob es mir wirklich nicht unangenehm ist und ob das für mich passt oder ob ich lieber gehen will. Weil ich habe gesagt, wenn ich gehen will, ich kann rausgehen, ich brauche es nicht machen. Und ich habe halt gesagt, doch, ich mache es trotzdem. Und das war dann eine sehr kurze Einvernehmung von mir, mit wenig Fragen eben und sehr vorsichtig und nett. Weil das doch sehr emotional dann dort vor Ort war, aber ich habe mich da eigentlich im Moment nicht schlecht gefühlt, da drinnen zu sitzen. Und wie war es mit dem Täter, gemeinsam in einem Raum zu sein? Also das Gute war, dass man eben mit dem Rücken zu ihm sitzt und nicht so wie in die Filme, dass man auf das Publikum schaut, sondern dass es quasi eine U-Form ist aus Richter und Anwälte und man sitzt in der Mitte und man sieht ihn überhaupt nicht. Ich habe nur manchmal eben Lachen gehört oder Geräusche von sich geben gehört, wenn ich was gesagt habe, was ihm nicht gepasst hat. Aber das war mir eigentlich relativ egal. Also ich habe das sehr, sehr verunsichert an, aber man weiß ja, da kann er auch nichts tun. Er sitzt hinten. Ich habe ihn bewusst nicht angeschaut, wo ich reingegangen bin. Ich habe ihn auch die ganze Zeit bewusst nicht angeschaut. Ich habe einfach nicht in die Ecke geschaut, wo er sitzt, um das einfach zu vermeiden, dass mich das verunsichert. Es war mir ja klar, dass er das nicht so sieht, wie ich das sehe. Von Anfang an. Aber ja. Also halt trotzdem auch jetzt emotional sehr schwierig, oder? Ja, das war auf jeden Fall emotional. Nicht einfach vor allem, weil eben alle, die selber dort waren, in Tränen ausgebrochen sind, weil manche haben beteuert, wie laut sind dort, die von dem gewusst haben und nie was gesagt haben. Also manche Erwachsene, die haben halt beteuert, so wie seine Freundin, die hat das gewusst und hat nichts gesagt. Und hat halt gesagt, das ist isolat dort. Aber sie kann nichts sagen, weil sonst wird sie als Mittäter bezichtigt, eventuell, und das geht nicht. Und die Stieftochter, also sie haben halt alle sehr viel Tränen lassen und das war schon nicht so einfach. Aber danach war eigentlich jeder froh, dass wir das durchgestanden haben. Also das Schwierigste war, die Erleichterung war wahrscheinlich dann auch spürbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Erstens, dass er überhaupt einmal eine Gefängnisstrafe gekriegt hat, weil unsere Anwältin hat auch schon von Anfang an gesagt, dass es passieren kann, dass er gar nichts kriegt. Was immer halt davon abhängt. Das bestärkt dann halt drin, dass es einem geglaubt wird und dass das ernst genommen wird, vor allem was dann passiert ist. Es war schon, und es hat auch geheißen, es hätten bis zu 10 Jahre sein können.
Also das Mal war es, dass das Strafausmaß deutlich höher ist. Nur weil er keine Vorstrafe hat, ist es niedriger ausgefallen. Aber es hat dann schon Zuversicht gegeben, dass die da überhaupt ihn verurteilen. Das heißt, es war dieses dann letztendlich Anzeige erstatten, den Rechtsweg zu beschreiten, durch den Prozess zu gehen, für die jetzt unter dem Ganzen, dass das ja eine schreckliche Angelegenheit ist, aber trotzdem eine positive Erfahrung, weil es viel positiver gelaufen ist, als du dir das erwartet und vorgestellt hast. Ja, das auf jeden Fall. Das Jahr war nicht einfach, weil es einfach psychisch, man verarbeitet das Jahr. Also der Verarbeitungsprozess hat ja wieder eingesetzt mit der Anzeige, also wieder ganz neu. Deswegen habe ich dann die Psychotherapie angefangen, um das zu unterstützen, weil das halt doch, zuerst hat man einfach Angst, weil man nicht weiß, wie es ausgeht und dann geht es doch seinen Lauf. Also es war schon gut, das zu machen auf jeden Fall. Und es ist auch an wirklich geglaubt worden. Also es ist auch zugehört worden, geglaubt worden und das war sehr wichtig, glaube ich. Also, Für die vor allem auch sehr wichtig, oder? ja, auch für alle Beteiligten, also dass man, und auch für die Umwelt, dass man einfach sieht, dass da jetzt an zugehört wird, bessere Anliegen. Also es wird dann einfach zugehört, es wird was unternommen, es wird nicht mehr so abgetan, wie du erzählst dann Blödsinn, du warst eh noch so jung, das bildest ja nur eins, sondern die hören wirklich zu und machen sich wirklich Gedanken drüber. Also die Staatsanwaltschaft hat das wirklich gut aufgearbeitet und die Anzeige war ziemlich saftig, die sie da gestellt haben. Also die haben da jeden einzelnen Punkt wirklich auserkoren und haben auch für unser Empfinden das beurteilt. Also es war echt gut, wie das gemacht worden ist. Es ist ja dann auch mit einer Verurteilung geendet, oder? Ja, Das genau. ist Also es waren dann im Prinzip 30 Monate, die er gekriegt hat und eine Geldstrafe, wobei die für Meifa, also wir haben gleich 500 € Schmerzensgeld gekriegt, ist eigentlich jetzt wirklich nicht viel für die Vergehen, die begangen worden sind. Das ist das Einzige, was, wo halt alle Beteiligten, die da drin waren, geschluckt haben, weil das eigentlich psychisch nicht so mit 500 € abzutun ist, auch keine Therapie ist mit 500 € gezahlt. Also mir ist die Psychotherapiekosten, sind mir zugesprochen worden, weil ich sie vorher schon gemacht habe. Aber für die anderen, die noch keine gemacht haben, ist nicht gesagt worden, dass die noch was kriegen, wenn sie eine machen sollten. Also das war das Einzige, wo ich geschluckt habe bei der Beurteilung, dass das halt echt wenig ist. Vor allem für die Stieftochter, das war doch über Jahre lang, ist das jetzt nicht unbedingt viel.